Dies ist die Geschichte der reichen Familie El-Zain. Sie leben in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Ehepaar lebt mit ihrem Sohn im berühmtesten Hotel Burj Al Arab, das ihnen gehört. Mama, Papa, ich habe mich in deine Angestellten verliebt. Sie ist eine Chinesin und heißt Li. Ich habe beschlossen, mit dir auszuziehen. Wir werden dann auch heiraten. Nein, du wirst hier leben und arbeiten und keiner meiner Angestellten heiraten. Und das geht doch gar nicht, weil sie Chinesin ist, damit das klar ist. Mohammed hat seine Sachen gepackt und ist mit Li weggelaufen. Er ist so reich, dass er sich ein eigenes Luxus-Apartment leisten kann. Sie ziehen um in das Burj Dubai, eines der größten Gebäude in Dubai. Mohammed, komm bitte zurück. Ich überrede auch deinen Vater, dass er dir erlaubt, Li zu heiraten. Nein, Mama, ich werde hier leben und ich komme nicht mehr zurück. Wir werden hier glücklich. Während die Mutter mit Mohammed streitet, stehen sie auf seinem Balkon am 180. Stock. Sie schauten dabei auf den Strand und auf die Palmeninseln. Mama, siehst du, wie viel sich hier verändert hat? Die vielen künstlichen Inseln und schönen Gebäude. Hier lässt es sich doch gut leben. In unserer Familie kann sich jetzt etwas Neues entwickeln. Mohammed, du hast recht. Ich versuche, deinen Vater zu überreden. Li, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Ja, ich will. Mohammed lädt seine Eltern zur Hochzeit ein, die auf der Insel stattfindet. Der junge Li ging in den Straßen Shanghais umher. Er hatte große Angst, nicht vor den Verbrechern, die hinter jeder Ecke lauerten, sondern vor seinem Vater. Das war schon das zweite Mal, dass er zu spät nach Hause kam. Er klopfte an die Haustür und hoffte, einer seiner Geschwister würde die Tür aufmachen. Aber dann zog ihn sein Vater, der ihn bereits erwartet hatte, hinein. Seine Geschwister lagen bereits schlafend auf dem Boden. Der Vater saß auf dem Sofa und sah betrunken aus. Du bist ja schon wieder betrunken. Willst du wie Mama enden? Ruhig, was erlaubst du dir überhaupt? Ich bin immer noch dein Vater. Mit den Worten schlug der Vater seinen Sohn mitten ins Gesicht. Lis Augen fingen an zu tränen. Heulend lief er davon und knallte die Haustür hinter sich zu. Immer wenn ihn etwas bedrückte, ging er zu seinem Lieblingsort, dem Hafen. Dort lauschte er dem Rauschen des Wassers. Auf einmal kam ein alter Fischer auf Li zu. Komm mit mir! Ich zeige dir, wie Shanghai sich entwickelt hat. Okay, das hört sich interessant an. Früher lebten die Menschen in Shanghai friedlich miteinander. Es gab auch Tempel und Klöster. Shanghai wuchs. Deshalb fingen die Menschen an, immer mehr Häuser zu bauen. Ein paar alte Häuser sind noch übrig geblieben. Dann kamen die Briten und bauten große Häuser. Die Stadt war lange im Schatten von Peking. Als die Bewohner dann endlich vom Schatten erwachten, beschlossen sie, die Menschen aus den alten Häusern rauszuschmeißen und rissen die Häuser ab. Dafür bauten sie luxuriöse Wolkenkratzer, zum Beispiel den Oriental Pearl Tower, das World Financial Center und den Jin Mao Tower. Der Junge verlässt den Fischer und bedankt sich ganz herzlich bei ihm. Auf dem Nachhauseweg denkt Li über den Streit mit seinem Vater nach. Er denkt, wie es seinem Vater mit der Entwicklung Shanghais und dem Tod seiner Frau geht. Tut mir leid, Papa. Mir war nicht bewusst, was du durchmachen musstest. Ich habe eingesehen, dass ich mich falsch verhalten habe und dafür entschuldige ich mich bei dir. Die Familie hat sich vertragen und der Vater trinkt jetzt in Maßen.